Ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, heute hier zu sein und Ihnen ein wenig zu erzählen, wie wir dieses Wackeln und das Zappeln, das in uns auch gerade stattfindet, am Computer berechnen. Ich arbeite, es wurde schon gesagt, auch an der Universität, am Interdisziplinären Zentrum für wissenschaftliches Rechnen. Aber unsere Arbeitsgruppe befindet sich hier hinterm Schloss am Heidelberger Institut für theoretische Studien. Was sind denn die Baustoffe unseres Lebens? Was ist das, was bei uns im Körper den größten Teil der Arbeit verrichtet? Wenn wir in uns da mal reingucken, gibt es natürlich unseren Knochen. Der ist erstmal relativ passiv, das sind Mineralien, wo aber auch Eiweißbaustoffe, Proteine drinstecken. Und genauso ist es beim Muskel, der besteht praktisch nur aus Proteinen. Deswegen essen wir ihn ja quasi auch so gerne als Tierfleisch. Und auch im Blut, zum Beispiel das, was unser Blut so rot macht, sind auch wieder Eiweißbaustoffe. Also alles, was in uns stattfindet, von Muskelkontraktion bis Blutgerinnung bis Knochenaufbau, es sind Proteine, Eiweißbaustoffe, die das dort stattfinden lassen. Wie sieht denn so ein Protein aus, wenn man es mal ganz genau anguckt? Jedes Protein, das wir im Körper haben, sieht anders aus. Aber ein Thema, das alle gemeinsam haben, ist, dass sie aus Atomen bestehen. Immer wieder die gleichen: Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel. Und eine ganz bestimmte Struktur dieser Atome, der relativen Anordnung dieser Atome annehmen. Dieses Protein könnte jetzt das sein, über das ich heute sprechen will, fokale Adhäsionskinase. Aber ich will kurz noch erklären, warum es so schwierig ist, die Bewegung dieser Proteine bei uns im Körper zu berechnen. Es sind sehr, sehr viele Atome, das hatte ich schon gesagt, aber sie wackeln auch, während sie ihre Arbeit tun. Warum ist dem denn so? Die mittlere Geschwindigkeit unserer Atome, und das ist die einzige Gleichung, die ich auch heute zeige, die mittlere Geschwindigkeit unserer Atome, die ist abhängig einmal von der Temperatur, aber auch von der Masse. Und die Masse von Atomen ist halt einfach sehr, sehr klein. Es sind kleine Bausteine in unseren Molekülen. Wenn wir hier unsere typische Masse von Atomen einsetzen, dann kommen wir auf Geschwindigkeiten unserer Atome von 100 bis 1000 Meter pro Sekunde. Das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr schnell an. Die fliegen natürlich in dieser Geschwindigkeit nicht aus uns raus, sondern sie sitzen aneinander fest mit Federn. Sie vibrieren also auf dieser Zeitskala. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir die Temperatur senken würden, wenn wir uns einfrieren, hört das Wackeln auf und somit das Leben. Leben gibt es nur dadurch, dass unsere Moleküle ständig vibrieren und sich bewegen können. Und genauso ist es, wenn wir natürlich jetzt die Masse hochsetzen, wird die Geschwindigkeit immer kleiner. Das heißt, dieses Molekül insgesamt, das Protein, bewegt sich durch unsere Zellen schon mal sehr viel langsamer als die einzelnen Atome. Und wenn wir jetzt uns als Ganzes betrachten, dann spielt diese thermische Bewegung schon keine Rolle mehr. Das heißt, es ist wirklich eine besondere Eigenschaft dieser sehr, sehr leichten, kleinen, winzigen Atömchen, die in uns rumschwirren, dass sie sich so schnell bewegen können. Das heißt, dieses Wackeln und Zappeln, das Bewegen der Atome relativ zueinander, ist eine Grundvoraussetzung fürs Leben. Wie berechnet man jetzt sowas? Wir benutzen eine Methode, die nennt man Molekulardynamik. Wir setzen das Protein im wahrsten Sinne des Wortes in eine Box, also eine virtuelle Box, wir simulieren diese Dinge, setzen dort Wasser drumherum. Das Protein sieht man jetzt schon gar nicht mehr. Es ist von Wasser umgeben und jedes dieser Pünktchen hier sind Wassermoleküle, denn das ist die Umgebung, die dieses Protein auch in der Zelle hat. Und es könnten dann sehr, sehr viele Atome sein, zum Beispiel 500.000, die haben dann eine X, Y und Z-Koordinate hier. Das sind schon mal ziemlich viele Zahlen, die man da abspeichern muss. Aber nun bewegen wir diese Atome in der Zeit. Wir nutzen dabei ganz einfache klassische Physik, Newtonsche Bewegungsgleichungen, und bekommen dadurch eine Abfolge dieser Bilder über die Zeit. Und um interessante Dinge auszurechnen, brauchen wir dann schon sowas wie 10 hoch 9 Bilder, die wir da berechnen, um eine bestimmte biologische Funktion unseres Proteins besser zu verstehen. Was das für eine sein kann, dazu komme ich gleich. Wie sehen dann solche Daten aus? Also die Daten sind erstmal nichts anderes als eine sehr, sehr lange Abfolge von X, Y und Z-Koordinaten, alle dieser Atome und der verschiedenen Aminosäuren in meinem Protein. Immer wenn da so eine Zeile dazwischen hopst, dann heißt das, ein
eine Struktur des Proteins wurde ausgerechnet, jetzt kommt das nächste Bild in meinem Movie, in meinem Filmchen meiner Proteinbewegung. Und mit diesen Daten fängt man natürlich so erstmal nicht viel an. Das sind viele, viele Zahlen. Das wächst schnell mal in Terabyte an, diese Simulation, die wir auf Großrechnern rechnen. Und um das ein bisschen besser darzustellen, was da passiert, machen wir daraus eine Visualisierung. Zum Beispiel dieses 3D-Filmchen. Das sind jetzt praktisch die Rohdaten, nur in 3D gezeigt. Und hier sieht man, wie sich die Wassermoleküle bewegen und ab und zu mein Protein in der Simulationsbox vorbeischwimmt. Auch da haben wir jetzt noch nicht so richtig viel verstanden, würde ich sagen. Man sieht zwar, es zappelt, aber was tut denn nun eigentlich mein Protein dort? Und als Beispiel habe ich Ihnen eine Anwendung, eine Fragestellung mitgebracht, die wir in der Gruppe behandeln. Und die hat mit Knochenaufbau zu tun. Auch unser Knochenaufbau wird von Proteinen mitbestimmt. Und das wurde sehr, sehr genau untersucht. Letztens in einer NASA-Studie, denn die NASA hat ein Zwillingspärchen hergenommen und den einen dieser Zwillinge ins All geschickt und den anderen hier auf der Erde belassen. Die beiden haben also genetisch erstmal die gleichen Voraussetzungen. Wenn jetzt aus dem All die eine Person zurückkommt, nach einem Jahr, also es war das ein Jahresprojekt dieses einen Astronauten, des einen Zwillings, dann kann man messen, wie sich die fehlende Gravitation letztendlich auf den Körper ausgewirkt hat, nämlich unter anderem auf den Knochenaufbau. Und ein Ergebnis war, als nun dieser Zwilling, das ist der hier, nach dem einen Jahr gelandet ist, das ist jetzt, ich denke, so 2-3 Monate her, dass das durch die Nachrichten ging, das ist ein NASA-Bild hier, dann konnte der Astronaut schon selber nicht mehr aus der Kapsel rausklettern, ihm musste geholfen werden, weil er an die Gravitation auf der Erde nicht mehr gewöhnt war. Knochen reduzieren sich durch die fehlende Gravitation bei so einem Astronauten um ungefähr 10%. Das heißt, so ein Astronaut kommt mit 10% weniger Knochengewicht zurück. Und so ähnlich ist es, wenn wir bettlägerig sind und uns gezwungenermaßen quasi zum Beispiel im Krankenhaus ins Bett legen müssen. Unser Knochen bildet sich zurück. Das kann dann auch zu Osteoporose führen. Das heißt, ständige Bewegung ist für unseren Knochen wichtig. Aber wie funktioniert das eigentlich? Wie messen wir denn die ganze Zeit, ob wir unseren Körper unter Kraft bewegen, ob wir viel Gewicht auf den Knochen haben, sodass der Körper weiß, ja, wir brauchen diesen Knochen auch gerade. Wir müssen ihn verstärken, wir müssen ihn ausbilden. Und das sind Proteine als Baustoffe, die das vermessen können. Wir brauchen also quasi einen Kraftsensor im Knochen, der dann unserem Knochengewebe Bescheid gibt, hier ist gerade eine relativ hohe Gravitationskraft oder Schwerkraft auf unserem Knochen. Das heißt, wir müssten bitte doch Knochen nachbilden. Dieser Knochensensor muss also das als Nachricht weiterleiten können an Zellen, an das herumliegende Gewebe, dass wirklich ein paar Newton Kraft hier anliegen, also mehr Knochen gebraucht wird. Das ist das, was wir die ganze Zeit im Körper stattfinden lassen. Knochen ist also nicht einmal gewachsen und dann bleibt er, sondern er wird die ganze Zeit regeneriert und muss wieder aufgebaut werden. Deswegen kann er ja auch so gut wieder verheilen. Aber wie genau funktioniert das nun auf der molekularen Ebene? Wie sieht so ein Molekül aus, das genau diese Dinge kann? Und unsere Idee, unsere Hypothese war, es ist ein Protein, das sieht jetzt recht komplex aus und das nennt man fokale Adhäsionskinase. Diesen Namen muss man sich jetzt nicht merken, das ist schon ein sehr spezielles Protein. Aber es ist ganz wichtig, unsere Computersimulationen weisen darauf hin, dass es ein Kraftsensor in unserem Knochen ist, was bisher nicht bekannt war. Wie haben wir das also ausgerechnet? Wir haben diese Bewegung simuliert und für die fokale Adhäsionskinase sieht das jetzt so aus. Die sitzt hier auf einer Zellmembran. Das ist das, worum all unsere Zellen umgeben sind. Die sind jetzt hier atomistisch gezeichnet. Hier sitzt zum Beispiel auch dieses böse Cholesterin drin, das gar nicht so böse ist. Sondern gebraucht wird hier in der Zellmembran und hier drauf die fokale Adhäsionskinase. Und wir bilden jetzt die Kraft im Knochen nach, indem wir hier an einer Seite ziehen. Letztendlich sieht die fokale Adhäsionskinase diese Kraft darin, dass sie auf einer Seite von der Membran weggezogen wird. Und das ist die Simulation, die dann dabei rauskommt. Hier wird auf einer Seite gezogen und diese Adhäsionskinase bewegt sich. Man sieht das Wackeln und Zappeln. Aber vor allen Dingen öffnet sie sich. Und dieses Öffnen ist ganz, ganz wichtig
damit sie aktiv werden kann. Und wenn sie aktiv wird, ist das wie ein Schalter, dann wird sie wie ein Schalter von aus auf an umgeschaltet durch die Kraft. Das heißt, wir haben ja wirklich einen Kraftsensor, einen Schalter, der dadurch, dass wir an ihm ziehen, und das ist der Fall, wenn hohe Kraft auf dem Knochen anliegt, die sitzt dort am Knochen dran, diese Fokaladhäsionskinase, dann wird sie angeschaltet und kann der Zelle Bescheid geben, und hier, das ist der nächste Schritt, hier liegt Kraft an, bitte bildet Knochen nach. Jetzt hat natürlich dieses Protein kein Smartphone, sondern muss das anders machen. Und genau diese Dinge kann man sich auch im Computer angucken. Wir haben uns jetzt sehr kompliziert, und ich gehe nicht ins Detail, diesen Signalweg angeguckt von unserer fokalen Adhäsionskinase, ein Protein, bis hin zu den Pfaden, die bis in den Zellkern hineingehen, um die Zellen, unsere Stammzellen, die wir haben im Knochen, die Knochenstammzellen anzuschalten, um mehr Knochen zu bilden. Und auch hier sind die beteiligten Player, die beteiligten die Baustoffe wieder Proteine, nämlich ein ganz, ganz komplexes Netzwerk von Proteinen. Also jede komische Abkürzung, die hier sehen, ist jetzt ein Proteinkomplex. Und wie die miteinander interagieren, wie schnell, was passiert, wenn hier jetzt Kraft anliegt, was macht dann unsere Knochenstammzelldifferenzierung auf der anderen Seite? Das haben wir auch im Computer vorhergesagt, und die Vorhersagen passen ganz gut. Da sehen Sie jetzt hier Plots praktisch, wie lange das braucht. Also wenn ich jetzt aktiv an meiner fokalen Adhäsionskinase ziehe, wie lang, bei welcher Kraft, wie lang dauert es dann, dass ich Signale habe, die zu Stammzelldifferenzierung führen können? Das ist der untere Plot hier. Man sieht hier, das ist so im Sekunden, also letztendlich, wenn ich das dann hier ausrechne, im Minuten- bis Stundenzeitraum. Das macht für den Körper sehr viel Sinn. Es muss also Kraft auch eine ganze Zeit massiv anliegen, damit so ein wichtiger Prozess wie Knochenstammzelldifferenzierung angeschaltet wird. Und der Sensor dafür, meinen wir, ist die fokale Adhäsionskinase. Ja, und die Nachricht sozusagen für zu Hause ist, bleiben Sie also am besten immer in Bewegung. Dann ist auch Ihre fokale Adhäsionskinase angeschaltet und Knochen wird auf jeden Fall nicht weniger. Ich möchte mich noch in der letzten Slide bedanken für diejenigen, die hier beteiligt waren an dem Projekt. Das ist die Arbeitsgruppe, mehr oder weniger, wie sie auch im Moment am HITS arbeitet. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.